Oh, oh, was geht denn jetzt ab? Verbrennen, Alter. Was stimmt denn nicht mit dir? Molotow-Cocktails zielen RB, gedrückt halten, werfen RB, loslassen, Abbruch. Wähle Sprengladung mit RB im Waffenmenü. Was, okay. Alter! Shit! Wow. Alter. Scheiße. Leer. Verdammt. Oh, Scheiße. Okay. Ja, komm her, du Pflaume. Hat mich hier festgenagelt. So, sonst noch jemand ohne. Der Toten schreit nach deinen Bussen. So. Was denn? Wo denn? Ach, da oben. Wow, 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 wow. Shit. Alter. Komm raus da. Gott. Ja, wie in so einem Mafia-Film. Mal durchgelaufen, Alter, und eben. Okay. Du gehst in Deckung. Das ist gut. Da hinten. Erledige ihn von der Seite. Denk nicht darüber nach. Alter, jetzt geht mir langsam die Munition aus. Was tun jetzt? Was hat er denn? Scheint weg zu sein. Ich würde sagen, der Sieg ist unser. Ja, würde ich auch sagen. Komm mal her, Junge. Komm her. Wetten, dass du drauf gehst. Und zwar jetzt. Alter. Keine Ausrede. Nehmt ihr alles auseinander. Genau. Und zwar alles. Lass mich nie zu ver- Und tschüss. Also der Waffensound klingt schon cool, ne? Auch das Nachladen und so. So, also campen wir jetzt hier eine Weile. Dass die auch alle wieder hierher laufen, ne?
auf, bevor wir ihn... Hier drüben! Ich stehe in Deckung. Hoppla, mir fällt gerade auf, ich habe gar keine... Ja, komm her. Den greif ich mir. Oh. Echt? Boah. Heilen. Adrenalinspritzen. Benutze eine Adrenalinspritze, um dich wieder auf die volle Gesundheit zu bringen. Du findest Adrenalinspritzen in Medizinschränken. Ah, überall in der Stadt kannst du sie aber auch beim Waffenhändler kaufen. Ah, cool. Das ist dann das, was wir vorhin in dem Schrankchen gefunden haben. Sehr cool. Ich schlag dir den Schädel ein, Busan. Alter! Ah, das war ein Böser! Wird auch langsam Zeit. Ich latsch da voll rein, ey. Ja, komm. Lass mal Gas geben hier. Dauernd muss ich dich rauspauken. Alles frisch? Ja, alles klar. Wie lief's mit Barker? Wir sind zu einer Einigung gekommen. Er wollte sterben und ich habe ja gesagt. Kommen wir zurück zu Sammy. Hobbs wird so dermaßen happy sein. Diese Scheiße mit den Haitianern hat ihn schwer runtergezogen. Wenn die weg sind, wird sich alles wieder beruhigen. Dann läuft alles so, wie es soll. Ich sag ihm seit Monaten, dass wir sowas machen müssen, aber Hobbs? Naja, ich weiß auch nicht. Manchmal glaube ich, er hat das Interesse an dem Kram verloren. Nur weil er nicht gewalttätig wird, hat er doch nicht gleich das Interesse verloren. Ja klar, aber ich frage mich, wie es weitergeht, nachdem... Weißt schon. Und ich erst recht nicht. Erklär's mir. Ob durch eine Kugel oder die Hand Gottes. Jeder muss mal sterben, oder? Ja, sicher. Aber Alice Weber. Ich bete drum, dass Pops uns beide überlebt. Aber wenn nicht, will uns jeder Scheißer im Hollow entweder folgen oder abknallen. Ich sag ja nur, wir sollten darauf vorbereitet sein. Darüber müssen wir uns im Moment noch keine Sorgen machen. Also entspann dich erstmal mit deinen großen Plänen, okay? Ja gut, schon klar. Okay, dann heizen wir jetzt mal zu Sammys Bar. So, sind irgendwo Bullen in der Nähe? Nö. Kann man ordentlich Gas geben. Also die Sicht ist ja gleich null hier. Wow, wow. So, da geradeaus. Ganz schöne Strecke. Kann ich denn hier auch eigentlich irgendwo... Entschuldigung. Ah, die Sonne geht auf. Boah, cool. Boah, jetzt guckt euch das an, wie geil das aussieht. Guckt's euch an, ey. Yeah. Geil. So, einmal hier rechts. Ah, wir parken mal hier sauber. So, was passiert denn nun? Eine Sache, die Linker nicht gesehen hat. Oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte. War, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde, wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam.
Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später. Passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. In Ordnung. Dann gucken wir mal, was Sal will. Zeit, was zu verändern. Story-Auftrag freigeschalten. Auf ein neues bei Native Sun, liebe Hörer. Also, diese Pause, die habe ich wirklich dringend gebraucht. Der alte Remy musste einfach mal ein wenig... Fahrmodus. Für ein realistischeres Fahrerlebnis können erfahrene Spieler die simulierte Fahrt wählen. Schalten den Fahrmodus im Optionenmenü über Spiel um. Aus der Tasty Patisserie. Hm? Oh. Ah ja. Ach dich vom Ackermann. Alter, wie der losheizt, ey. So, in Ordnung. Zum Yachtclub sollen wir fahren. Dann heizen wir doch da direkt mal hin. Oh, was fahren wir denn? 105 Meilen? Die Karre... Oh, die Bullen. Oh. Sehr cool. Aber wie schalte ich denn hier die Handbremse? Ah, ich glaube auf B. Ja, B. Sau stark. Und da oben der Rückspiegel ist auch sehr geil. So. Oh, wieder die Bullen. Ah, die fahren aber unter uns. Okay, kann nichts passieren. Ui. Jetzt holen wir mal so richtig Dampf aus der Karre. Yeah, ist ja gut. Geil, macht voll Laune. Aber ich nehme an, das sind Meilen pro Stunde, die da unten angezeigt werden, oder? Wow. So. Aber mehr wie 105 gibt die Karre nicht her. Und... Hui! Ah, geil. Kann ich denn hier jetzt auch so ein bisschen... Ah ja, Open World mäßig, ne? Geil. Kriege ich das hin, dass ich hier... Moment, Leute, muss ich probieren. Hier ein schönes Foto mit der Flagge da im Hintergrund. Sieht doch geil aus. So. Yeah, geil. Moment. Sehr nice. Okay. Dann kann ich an der Stelle auch gleich einen Cut machen und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis gleich, ciao, ciao.